weiß, dass auch viele Freundinnen von mir es gucken. Ich bin leider mittwochs 20:15 immer noch im Stall. Ah, okay. Alles klar. Also, wie gesagt, ich habe eine 15-jährige Tochter. Wenn, ist das mittwochs? Ich glaube ja. Nee, aber mittwochs kann ich jetzt mittwochs, ja mittwochs sind, fahren wir immer in die Großhallen, da sind wir. Oder war das? Das kann sein. Mittwochs. Alles klar. Alles klar. Wir haben, also ich gucke es auch nicht. Ich habe eine Tochter, die guckt und ich amüsiere mich nur darüber. Aber er geht mit seinen Rosen relativ üppig um mir, so, ne? Muss ich sagen. Ich muss auch sagen, das Pferd ist äußerst hübsch geschmückt. Äußerst hübsch, ne? Mhm, finde ich auch. Gerade auch eben mit dieser Bemalung hinten drauf, das ist schon, boah, krachert. Sven Gero Hönicke, müssen wir auch noch ganz kurz erklären, ist ein Reiter, der mit Pferden, er hat zum Sponsor, Züchter, Pferdebesitzer Jürgen aus Holstein, der, sein Paradepferd ist nicht klassisch springgezogen, sondern ist über Samarand dressurmäßig gezogen. Wenn du das Pferd so siehst, dem würdest du nicht unbedingt zutrauen, dass der sehr, sehr große Erfolge erzielen kann. Er ist damit deutscher Meister bei den jungen Reitern geworden. Und das ist schon, das ist richtig kracherter Sport. Und da muss man Sven Gero Hönicke wirklich sagen, boah, nicht nur Hut ab, sondern davor auch noch in die Knie gehen. War ganz, ganz brillant. Alleine dafür hätte er schon mehr als nur eine Rose verdient. Wir sind immer noch bei dem Thema Lieblingsreiterin und Lieblingsreiter, habe ich nicht vergessen. Ja, also bei den Damen ist das Ingrid Klimke. Sympathische Frau, und ich glaube, es ist auch eine sehr, für meine Zuschauer auch eine sehr gefragte Reiterin. Ja. Ich finde die auch sehr super. Bei den Herren ist es schwierig, ich kann mich schlecht entscheiden. Also es gibt da mehrere, die ich gut finde. Ich mag technisches Reiten, also ich schaue zum Beispiel den Rolf Göran-Bex. Dem Ahlmann, Christian Ahlmann, schaue ich auch sehr gerne zu. Okay. Und wer natürlich echt immer gut abliefert, wenn ich irgendwie auf dem Turnier bin, ist Felix Haas. Ist Felix Haas? Ja. Ja, aber das muss man ganz ehrlich sagen, selbst auf den Turnieren, wo du nicht bist, ist er auch stark. Also von daher liegt das nicht an der. Gut, jetzt hast du das ein bisschen grob gefasst, hast dich so ein bisschen, hast da drei Jungs erwähnt, ist auch okay, sind auch schon sehr, sehr stark. Also jetzt muss ich ja auch. Definitiv. Muss ich ja auch. Weil die Frau heute hier geritten ist, die ich sie seit vielen, vielen Jahren kenne, Kathi Offel ist für mich eine ganz, ganz tolle Reiterin, weil auch dahinter sehr viel steckt. Also wenn man weiß, wie sie mit ihren Pferden umgeht, wie sie sich Gedanken macht, wie sie Horsemanship tatsächlich betreibt, was man sonst vor dem Vorhang nicht sieht. Perfekt wäre jetzt zum Beispiel diejenige, die ich jetzt als Dame erwähnen würde. Da du schon Christian Ahlmann angesprochen hattest, jetzt wird es ein bisschen schwierig für mich. Ich nehme Gregory Wartelik. Habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. So. Es gibt einfach so gute Reiter. Viele gute Reiter. So, wie sieht es aus hier bei uns? Was macht hier unser Bachelor? Sagen, der kam gut an. Kam gut an, ne? Sieht doch smart aus, ne? Muss man ja sagen, mit seiner Pilotenbrille so ein bisschen. Das